Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute Dungeons 3. Und ja, wir bauen jetzt für unsere Orks und Goblins einen kleinen Schlafplatz. Achso, warte mal. Einen Schlafplatz, damit die auch schlafen können. Ist logisch, ne? So. Das habe ich mir gedacht, baue ich direkt gegen die Hühnerfarm, da können sie wach werden, direkt rüber, zack, frühstücken. Und wir schauen mal, was so noch ist. Kommt, ihr müsst schneller bauen. Läuft, komm. Ja, meine Orks und so ruhen sich gerade wieder aus nach dem harten Kampf, den wir da oben hatten. Es wird angezeigt, dass wir erst 11 Hühner haben. Ach, da kommen mehrere jetzt endlich. Wir müssen mal gucken, dass wir ein paar mehr Schnotz bekommen. So, dann bauen wir jetzt mal das Versteck. Das müsste, glaube ich, erstmal reichen für die Anzahl an Orks und so, die wir haben. Weil die sind müde, sieht man ja. Und die schlafen, glaube ich, erst, wenn man... Jetzt müsste er da ein Bett hinbauen, ne? Ja. Boah, was so groß ist das Bett? Und die müssen das erst bauen. Oh, da müssen wir... Da habe ich jetzt so nicht mitgerechnet. Da müssen wir ein bisschen größer bauen, auf jeden Fall. Da habe ich echt nicht mitgerechnet. Ich dachte, dass... Ja, warte, das lassen wir weg. Das lassen wir so und dann bauen wir hier so her. Ja, jetzt heilen die auch, ja. Super. Ich dachte, das ja, wird ein bisschen kleiner. Okay, aber doch nicht. Macht nichts, kriegen wir hin. Ja, legt sich auch schön auf seine Maträtzchen. Die Orks sehen echt gut aus, ey. Ich mag ja Orks, ich bin ein sehr großer Ork-Fan. Ja, ich baue sofort, dann kannst du auch da natürlich was hinmachen. Fangen wir mal mit an. Zack. Komm, schneller bauen hier. Und das noch weg. So. Kommt er schon. Dann bau dein Bettchen. Und zack. Hat das Ding gebaut. Zahltag. Ich habe genug Kohle. 90%? Achso, die bauen. Ja, aber die ist. Bin mal jetzt eben gespannt, wie das Bett der Goblins aussieht. Ah. Läuft. Zack. Schön auf die Matratze hingeflatzt. Läuft. So, aber wir werden das noch ein bisschen größer bauen. Und außerdem brauchen wir auch noch das Gold. So. Ziehen wir hier nochmal was. Zack. Das ist gut. 75 Gold ist da drin. Läuft. Das muss abgebaut werden. Dann kann ich hier nämlich auch nochmal ein bisschen größer bauen, die Hühnerfarm. Oh oh. Ein Spinnennest wurde angegraben. Wo? Oh, hier. Nur eine Spinne? Okay.
Los, hau drauf. Ihr müsst Level steigen, damit ihr stärker werdet. Gut, läuft. Ja, wunderbar. Gut gemacht. Gut, 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 gut gemacht. So, jetzt kann ich hier nochmal einreißen. Und hier. Das läuft. So, jetzt könnt ihr weiter schlafen. Hier liegt noch echt Blut, ey. Saugeil gemacht. So, ja. Die fressen jetzt erstmal. Na, guck mal. Kriegen sie auch die ganze Zeit Leben zu, wenn sie fressen. Das ist gut. Wahrscheinlich muss ich die ein bisschen größer bauen später, wenn ich mehr Kreaturen habe. Gut. Na, guck mal, die verstärken auch die Wände. Das ist ja cool gemacht. Zumindest da, wo kein Gold ist. Da, wo Gold ist, geht das nicht. Gut. 2000 Gold. Wir tun jetzt auch direkt hier mal den Schlafplatz erweitern. So. Und da. So. Das muss reichen. Erstmal. Hatte ich denn nur 3 Orks? Ja, hatte ich. Kann ich mir vielleicht noch einen gönnen? Kann ich. Wunderbar. Wieso Effizienz nur 20%? Das verstehe ich nicht. Halten die sich? Jo. Okay. Ah, Effizienz 90%. Wahrscheinlich geht das auf 100%, wenn ich hier... Ah, ne. Okay. Alles gut. Lassen wir das erstmal so. Es sind ja auch viel mehr... Leben zurück. Gut. Gut, 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 gut. Lassen wir die erstmal da leben. Das Gold packe ich hier hin. So. Läuft. Ja. Die sind voll. Der muss noch voll werden. Und dann können wir eigentlich mal wieder auf Jagd gehen, ne? Nach oben, meine ich. So. Du kannst auch arbeiten, mein Freund. Hier. Ja. Aber ZZ, du. Das muss auf jeden Fall noch weg hier. Über die Orte des Gutes. So. Komm, du musst fertig werden. Dann können. Ja, wenn ihr Hunger habt, geht doch essen. Was soll denn das? Verdammt nochmal. Verdammt nochmal, oh. So. Ja. Mal gucken, kann ich noch vielleicht was forschen, was wir vielleicht gebrauchen können? Schatzkammer. Lager. Es ist Zahltag. Nee, im Moment geht's nicht. Okay, macht nichts. Was haben wir denn hier? So. Also die Hütchen sehen schon klasse aus. Weißt du, zum Zahltag werden sie wach, kleine Spinner. So, wo ist denn der andere Ork? Der jetzt noch nicht so voll war. Er legt sich pennen.
Voll, voll. Gut. Da haben wir noch einen. Der ist auch voll. Du kommst mit. Du kommst mit. Und du kommst auch mit. Und jetzt geht's ab nach oben, da mal ein bisschen Terz machen. So. Weihnachten feiert man nicht mit Leuten, die man mag, sondern mit der Familie. So. Müssen wir hier, das müssen wir noch erobern. Wollen wir mal schauen. Was? Ich habe die doch getötet. Egal. Drauf da. Sterben, ey. Ah, das gewinnen. Der kleine Ort des Guten war zerstört und in einen Hort der Bösartigkeit verwandelt worden. Risse bildeten sich an der Oberfläche und aus dem Innern drang etwas erraten. Böses nach oben. Diese Bösartigkeit in praktischer Kugelform war der süße Lebenssaft, der durch die Adern des personifizierten Bösen waberte. Er stimulierte die Armeen des Bösen und ließ dessen Macht anschwellen. Okay. Abseits von diesem hochtrabenden Blabla ohne jegliche Auswirkungen im Spiel war es eine weitere Ressource, die hauptsächlich oder ausschließlich für mächtigere Forschungen genutzt wurde. Köstliche Bösartigkeit floss in das Herz des Dungeons und erfüllte es mit Macht. Neue Forschungen waren damit zugänglich, die dem Dungeon zu noch immenserer Stärke verhelfen würden. Sofort machte sich das ungeduldige Böse daran, etwas zu erforschen. Was ist denn hier los? Ich spüre eine Erschütterung der Macht. Das Treiben des auffälligen Bösen und seiner Schurken war nicht unbemerkt geblieben. Tatsächlich war die Spur der Zerstörung, die sie hinterließen, auch für einen Blinden kaum zu übersehen. Wie es diesen trotteligen Helden zu eigen war, schickten sie einen kleinen Spätrupp los, der sich umsehen sollte. Männer, ausrücken! Seht euch mal um und berichtet mir. Wir müssen ein Level aufsteigen. Ich würde euch ja gern begleiten, aber ich bringe mir gerade selber Banjo spielen bei. Komm, mach dir alles kaputt. Läuft. Ich bringe mir selber Banjo spielen bei. Wir sind gut unterwegs. Wir müssen nur Level steigen. Was macht das hier? Feuerbombe. Fernangriff, okay. Ja. Mit Schilde. So, mach die platt. Hey, das war doch Winnies vegane Küche, oder? Naja, darum ist es jetzt nicht schade. Oh, was ist das? Ha? Die Armeen des Bösen? Hier? Verdammter Mist. Wie ist denn das passiert? Wird wohl Zeit, die schweren Geschütze aufzufahren. Los, Männer, bereit machen, um Welle für Welle anzugreifen. Entschuldigung, Sir. Wäre es nicht sinnvoller, wenn wir alle auf einmal angreifen würden? Ha, wo bleibt da der Spaß? Welle für Welle. Das ist eine Strategie mit Brusthaar. Dank der minderen taktischen Finesse des Gegners war dessen Vernichtung quasi alternativlos.
Es war also bereits Zeit, für die Siegesfeier zu dekorieren, der Goblin zu besorgen und orkische Tänzerinnen anzuheuern. Orkische Tänzerinnen? Orkische eher nicht. Ich schaudert bei dieser Vorstellung. Mit denen werden wir spielen, fertig. Überlasst sie mir. Also ich meine, haltet sie auf und steckt ihre Schläge ein, während ich sie mir vornehme. Das fortschrittssüchtige Böse hatte eine neue Forschung freigeschaltet und machte sich ohne größere Umschweife daran, diese auszuprobieren. Welche neue Forschung? Auch die zweite Insel des Guten wurde von den Horden des strategisch versierten Bösen gnadenlos überrannt und in eine Bösartigkeitsinsel verwandelt. Schon bald würde hier weitere exquisite Bösartigkeit an die Oberfläche tropfen. Ausgezeichnet, ein herrliches Sprachbild. Es tropft aufwärts. Da muss man erstmal drauf kommen. Noch besser als in Dungeons 2, für das ich an dieser Stelle natürlich keineswegs Schleichwerbung machen möchte. Ebenso wie für sein grandioses Add-on würde ich nie tun. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Das sehe ich. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Scheiße. Die haben mich gelinkt. Mein Herz. No! Ich wurde geschlagen. Ich hätte doch auf der Seite des Guten bleiben sollen. Das trottelige Böse hatte es zugelassen, dass das Dungeon-Herz zerstört worden war. In der zweiten Mission. Naja, kann ja mal passieren. Okay. Ich muss schnell zurück. Aber ganz, ganz schnell. Das Dungeon-Herz wird angegriffen. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ich muss das nur ein bisschen aufhalten. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Kommt schneller. Geschlagen. Scheiße. Ich hätte doch auf der Seite des Guten bleiben sollen. Das trottelige Böse hatte es zugelassen, dass das Dungeon-Herz zerstört worden war. Was mache ich denn jetzt? Probieren wir mal dieses Safe Game. Auch die zweite Insel des Guten wurde von den Horden des strategisch versierten Bösen gnadenlos überrannt und in eine Bösartigkeitsinsel verwandelt. Okay. Schon bald würde hier weitere exquisite Bösartigkeit an die Oberfläche tropfen. Ausgezeichnet, ein herrliches Sprachbild. Es tropft aufwärts. Da muss man erstmal drauf kommen. Noch besser als in Dungeons 2. Für das ich an dieser Stelle natürlich keineswegs Schleichwerbung machen möchte, ebenso wenig wie für sein grandioses Add-on, würde ich nie tun. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, wir schaffen es diesmal rechtzeitig. Los, 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 los.
Jetzt gibt's aufs Maul. Das war mehr Glück als Verstand. Sind die anderen Orks jetzt tot oder was? Scheint so, ne? Mist. Ja. Oh, guck mal, die kann heilen. Das ist schon mal gut. Davon brauchen wir vielleicht noch ein paar mehr. Was sagt denn unsere Forschung hier? Haben wir dann erstmal und hier noch so. Jetzt müssen wir mal eben schauen. Kreaturen, ich glaube, das dauert immer eine Zeit. Ja, gut, ich habe jetzt auch gar kein Gold dafür. 500, ey. Aber davon sollte ich noch 2-3 nehmen, damit die heilen können. Was habe ich denn jetzt hier drin? Ja, aber gut, meine lieben Freunde, wir sind schon wieder mit der Zeit voll drüber. Ich bin voll im Spiel gefangen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein.